Du bist hungrig, du bist durstig, du bist müde. Was ist denn nicht, ey? Bei mir blinkt alles. Ja, bei mir blinkt alles rot gerade. Ja, ich bin noch gerade dabei. Aber ich musste ja noch das Licht halten. Ja, Fackel. So, soll ich gucken gehen? Unten. Oh. Warum? Was machst du denn? Wieso? Hä? Okay, du hast erst unten festgeschossen, ne? Naja, aber normalerweise müsste er doch runterrutschen. Er fährt aber nach oben. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Ich... Dass das wirklich davon ist, wo du zuerst spottest. Ja, dann nimm das Seil nochmal ab, schieß es nochmal dran und ich pack dann hier oben dran und du kannst dann sagen, bleib hier so lange. Also erst hier oben schießen. Und dann unten dran schießen. Gott sei Dank, es hat aufgehört zu regnen. Es war ganz schön laut gerade. Alter Falter. Lauf, Olli, lauf. Lauf geschwind. Weißt du, was cool wäre, wenn man noch eine Art Korb dran machen könnte? Wo man dann so kleine, wo man die Stöcke dann reinpacken könnte, also, oder Steine und so weiter, mit einem Korb runterschicken, weißt du? Ja, da hast du aber 20 bei dir immer. So. Ich hab Alarm. Ja, weiß ich. Renn. So, ist dran. Gut. Nein, ich fahre immer noch hoch. Jetzt geht's. Ah, okay, ich weiß, wo das Problem ist. Hier ist ein Baumstamm im Weg. So ein Baumstumpf. Ja, sehe ich ja nicht, hier ist stockdunkel. Ja, ich muss runterkommen, es ist sonst zu heftig. Da ist ein Baumstumpf im Weg, der blockiert das. Hier müssen wir aber freie Fläche machen. Ich bring Besuch mit. Hat hier Kelvin. Ah, den geht's wieder besser. Wie gesagt, bring Besuch mit. Das Feuer ist schon wieder gleich kaputt. Speichern? Wollen wir speichern? Ich speichere. Und gleich schlafen. Nee, können wir nicht. Doch, ist er Y. Nein, Olli, da sind drei Typis, die da stehen. Der Distanz sehe ich die total. Vier Dinger. Also ich sehe die glasklar. Hast du ein Gamma hochgedreht? Ich nicht. Ich habe nichts am Gamma hochgedreht. Warum ist mein... Okay, der hier ist betäubt. Kill den. Ich habe ein bisschen Licht. Der eine ist betäubt. Okay, ich bin auch betäubt. Ich bin down. Danke. Wieso habe ich jetzt einen brennenden... Achtung, hier steht einer. Oh, hinten. Da ist Licht. Ah. Ich bin down, aber der Typ auch. Du kannst den killen. Ich opfere mich mal so ein bisschen. Ich bin down. Ah, der brennt. Wo bist du? Ich stehe hier am Feuer.
Sind sie alle weg? Weiß ich, sind weggerannt anscheinend. Nee, 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 nee. Die sind hier noch. Wir brauchen auch mehr Licht hier, ganz ehrlich. Es gibt hier leider im Spiel kein richtiges Licht. Ja, doch, Standfackeln. Ja, die machen nicht sehr viel Licht. Ja, besser als gar nichts. Drüben auf der anderen Seite sehe ich einen. Da vorne, drüben. Rechts von dir. Ah, nee. Das ist sie. Das ist sie mit dem Peilsender. Okay, das ist in Ordnung. Nee, Kelvin ist das. Kelvin. So. Wollen wir versuchen zu skippen? Ja. Gut, dann lass uns versuchen zu skippen. Y. Oh Gott sei Dank. Halt, da steht einer. Komm her. Ja, hau ab, du. Okay, Vorsicht. Eine Gnade. Ja. Wir brauchen ja schließlich Knochen. So, okay. Futter wäre jetzt geil. Aber ist doch kein Problem. Hier liegt ja unser getrockneter Fisch. Ja, und Wasser. Aber sie hat uns jetzt ja auch nicht geholfen, ne? Obwohl sie eine Knarre hat. Ja, einmal kurz hat sie auf den einen Typen vor dir geschossen. Hier liegt eine Leiche im Wasser. Oder sie hat auf den geschossen. Vielleicht können wir ja Kelvin auch noch ausrüsten. Was meinst du? Geht das? Nicht, dass ich wüsste. Ihr kriegt doch nichts gefeilt. Ja. Traurig, aber wahr. Warte mal, ich fülle mal ein bisschen auf hier. Gut, sehr gut, okay. Aha, ja, hier ist es. Ich dachte eigentlich, wir nehmen die. Achso, geht ja nicht. Sind zwei. Okay. Vielleicht muss ich meinen hier auch nochmal abreißen. Mein Dings und bei dir mit dran machen an den Stamm. Das geht? Schade, ich dachte, ich könnte eine Leiche runterschicken. Du kommst auf Ideen. Du, ich mach mal bei mir hier das Ding nochmal weg. Und klatsch das mit bei dir an den Stamm mit dran. Jetzt kommt er. Er kommt. Sieht's aus? War normal. Ich habe nichts gesehen. Er kommt. Jetzt müsste er angekommen sein. Gleich. Na, ja, er fliegt weiter. Er knallt so ein bisschen gegen diese Mauer. Aber er. Aber es reicht noch nicht. Dann hau den dahinter. Hier kommen die nächsten zwei. Warte mal, ich muss mal mein Feuerzeug hier wegpacken. Schon angenehmer zu zeigen. Ja, warte kurz. Ich möchte nicht erschlagen werden. Ich warte kurz. Aber wie macht... Ich sehe es leider nicht, weil dein dickes E von irgendwie ein Charakter genau da an dem Spot ist. Da sehe ich da leider gar nichts. So, schick mal. Kommt einer? Hey, Kelvin macht, warte. Ja, jetzt ist besser. Ja, es fällt nicht rein, aber Kelvin räumt zumindest auf. Fällt nicht rein. Hm. Ja, vielleicht wenn genügend da liegen, wollen die dann darüber. Zur Not vielleicht. Ich gehe mal rüber und mach mal von meiner Position nochmal dran. Es geht ein Balken hoch und ein Viertelbalken oben dran. Dann kommst du vom Fußboden an das Seil noch dran. Ah. Aber im halben geht's schon nicht mehr.
Du musst immer hüpfen. Ja, oder du baust eine Rampe dran. Ja, wenn du zwei Dinge auf der Schulter hast, immer die Rampe hochdackeln, ist aber... Muss man sich dran gewöhnen. Wenn es nicht anders geht, ja, aber wir haben ja die Möglichkeit, Gott sei Dank. So. Wir werden das Ding sowieso noch höher bauen müssen, glaube ich, weil wenn die Palisade davor steht... Komm. Shit, geht das nicht da dran? Wieder jetzt hier wie Rekord. Akkord. Kann man das nicht dran machen? Dankeschön. Kann man da nicht zwei dran machen? Das weiß ich nicht. Wir benutzen das Ding zum ersten Mal, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das wäre ein bisschen schade. Dann müsste man wirklich zwei solche Verbindungsteile bauen. Da zwei Stämme mehr, die du brauchst. Ja, da musst du ja, wie gesagt, extra nochmal da was dran basteln. Ich dachte, wir könnten jetzt so einen zentralen Punkt bauen, weißt du? Probier's nochmal. Oh, ich will nur bis unten hindurch, genial. Ja, die fliegen richtig weg da, ey. Ich wollte nämlich... Oh, jetzt ist meiner... Okay, runterrutschen kann ich nicht, dafür reicht, ist der Fußboden zu kurz. So. Doch, das geht. Man kann doch dran bauen. Bei Kelvin steht nur unnötig rum. Ja, ich guck mir das jetzt mal an. Aber bei mir ist es leider nicht hoch genug. Ja. Aber es klappt. Der sammelt ein. Bisschen. Sehr gut. Okay, dann lass uns mal, holzen gehen. Ich dachte, du haust dann das Haus weiter. Ach so, ja, kann ich auch machen. Ich dachte nur, wir sollten jetzt von zwei Seiten ranholen, aber okay. Ja, machen wir auch. Ja, wie gesagt, ich kann auch gerne jetzt erstmal hier das Stück hier weiterbauen, damit wir hier rumkommen. Damit wir das hier abdichten können. Du hast ja gesehen, es ist notwendig. Ah, sehr gut. Ist notwendig. So, Kelvin, weg. Ja, sehr gut. So. Ach, schade, du kannst nur so im Winkel bauen. Kannst nur so ein bisschen im Winkel bauen. Ja, okay, so ist gut. So, sieht doch gut aus. Ich pack das mal. Brauch Nachschub, Uli. Mehr Bäume. Das wirst du schon sehen. Ich habe einen Plan. Ja. Okay, das ist zu kurz. Okay. Brauchst du 1000 Bäume mit deiner Technik hier? Ja, egal. Palisade dran und fertig. Nein. Wenn... Olli, das... Ich hab schon eben die Palisade, du musst doch oben anspielen. Nein, ja, das machen wir doch dann noch. Bleib doch ruhig, ich hab doch einen Plan, Olli. Wenn, dann wollen wir es doch richtig machen, oder? Nachschub, Olli. Die gehen aus. Brauch mehr. Bessere Axt. Muss schneller gehen. Das ist wahr.
hab kein Holz mehr. Ich brauch mehr. Es dauert einen Moment, bis ich die Dinger hier fälle. Na, warte, ich komm hoch und helfe. Keine Ausdauer, die ist so ruckzuck leer mit der kleinen Popelaxt. Nichts runterschmeißen, ich komme. Das machen wir erstmal Kahlschlag, Olli. Aber warte mal, aber du fährst nur bis hier vorne zu dem Punkt, ne? Ja, weil da die Kante zu knapp ist. Deswegen habe ich auf beiden Seiten schon erhöht. Ja. Die Stämme gehen runter, aber man selbst geht nicht ganz. Ja. Ach, der ist schon wieder halbwegs müde, ey. Das gibt's so nicht. Na los. Vorsicht, Baum fällt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich fange ihn, ich fange ihn, ich fange ihn und... Nicht ganz. Baum, Baum, Baum kommt, Baum kommt. Nicht, jetzt kommt Baum. Wir lassen die Stümpfe aber stehen, Olli, ne? Wegen Nachwuchs. Ja, klar. Ich habe nur zwei Stümpfe weggemacht, damit das mit dem Seil hier passt. Ja. Wir müssten mal echt eine bessere Axt finden, ey. Aber erstmal müssen wir unser Camp sichern jetzt und dann gehen wir wieder auf Erkundungstour, würde ich sagen. Wieso also, fällst du die Bäume so schnell? Weil ich von verschiedenen Seiten hacke. Vorsicht! Ich hack die von verschiedenen Seiten. Und nicht immer in derselben Stelle, weißt du? Hey, so schnell der, wie du die Bäume fällst. Wir müssen weg, wir müssen weg. Was ist denn? Böse Buben kommen. Und der eine ist ein Boss. Gut, ich komme. Ah, der wollte schon wieder anfangen, der eine. Hier, Tuller, hier, baller mal mit deinem Ballermann. Achtung, der ist auf dem Baum. Oh, es sind zwei. Olli, weg, weg, weg. Ich bin down. Ich bin down, bin down, bin down. Down, 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 down. Immer noch down. Down, down. Down, down. Nicht aufnehmen. Ja, bei dir steht einer, was soll ich da machen? Weglocken. Versuch ich ja. Ich laufe ja hier im Kreis. Boah. Okay, erstmal weg hier. Boah. Bist du, nicht bist, gucken, schießen! Bist du weg? Ah, sie schießt aber. Ja, sie ist aber gerade gefallen. Und hier liegt einer. Ich heb sie auf. Der ist down. Der eine ist down. Der eine Boss. Ob die mehr als eine Pistole haben kann? Nein. Pistole? Nein? Was ist hinter dir? Da hab ich nicht gesehen. Mann down. Man down. Danke. Aber die andere finden wir erst, wenn wir ein Buddel-Buddel-Ding haben. Achtung, einer ist noch da. Sie schießt. Okay, er hat wohl keine Munition mehr, wie es aussieht. Doch, doch. Das dauert einen Moment. Ja. Ja, sie kommt. Oh, Alter. Mann down. Der Typ down. Kill den. Hast gekillt? Nee. Jetzt. Alter, ey, also es wird langsam echt heftig. Wir müssen ein bisschen was am Balancing machen, habe ich so das Gefühl. Ja, ist alles auf Standard jetzt eingestellt. Ja, nee, das zieht nochmal ein bisschen nachbessern. Wie kann ich den, warte mal, kann ich den nicht aufheben hier? Nee, die dicken nicht. Aber vielleicht kann man die zerhacken. Das sind dann Minibosse.
Okay, zerhacken kannst du sie auch nicht, wie es aussieht. Na gut, dann können wir ja weiter abholzen. Das läuft doch gut. Ja, komm, wir das Lager riesen Holz Ding. Ja, Olli, das wird noch lange nicht reichen. Da werden wir noch viel mehr brauchen. Und wenn ich meine viel, dann meine ich richtig viel. Ja, jetzt wollen wir ganz hier hin. Musst du warten, bis sie resetten. Ja, wenn nicht, gehen wir dann auf die andere Seite. Da haben wir ja auch. Jetzt. Ich weiß ja nicht, wie lange die brauchen, um zu resetten. Keine Ahnung, hier ist immer noch alles weg. Baum. Vorsicht. Hinter mir ist einer. Habe ich noch Pfeile? Hat er mich fast down geschlagen, der Sack. Pfeile habe ich, warte mal. Nerven so langsam. Oh, wieso fährt denn das jetzt wieder aufwärts? Ja, jetzt geht's wieder. Und wieso habe ich Pfeile noch? Nein, ich habe keine Pfeile, oder? Nee, tatsächlich keine Pfeile. Wie mache ich denn Pfeile? Warte mal, Steinpfeil. Stock. Steine. Okay, wenigstens ein bisschen Munition. Jetzt habe ich nicht genug Stöcker. Ich werde wahnsinnig, ey. Nie doch etliche Stöcke rum. Ja. Warte mal, ich will mal probieren. Vielleicht können wir das ja. Tatsächlich, vielleicht geht das ja. Ah, schade. Geht wirklich nicht mit den Leichen. Schade. Das wär's gewesen. Na gut, wenn ich die Eingeborenen hier wäre, wäre ich auch pissig, wenn jemand hier meinen ganzen Wald wegholzen würde, ne? Und hier liegen auch noch lauter Stämme. Dann wäre ich auch pissig irgendwo. Ja, wenn Rohrfisch ist das. Aber es ist richtig geil mit der Seilrutsche. Also, wir haben echt Schwein gehabt, dass ausgerechnet das dort in der Höhle war. Ja. Da hätte ja sonst alles andere sein können. Also dafür waren diese 2 Stunden oder wo wir da drinnen waren echt schon, das war's wert. Allein was du dir jetzt an der Rennerei sparst. Ja. Absolut. Dass das manchmal hier wieder hochfährt, ne? Steh ich nicht. Ich gehe schnell mal an die Base und heil mich. Ja. Mach das, ich meine. Gleich im Dreck. Ich nehme mal den einen Baumstamm hier weg. Ich glaube, der ist so ein bisschen hinderlich an den ganzen Geschichten. Ach du Scheiße. Was denn? Was unten liegt an Holz? Ja, ach, kein Problem. Das können wir ruckzuck wegarbeiten. Das arbeite ich ruckzuck weg, Olli. Ich komm gleich. Du kannst ja den Aufzug nehmen nach oben. Ich komme runter gleich. Und dann arbeite ich mal ein bisschen Platz weg. Oh, sie hat mir einen Hasen mitgebracht, wie nett. Hui, ja, echt, das war doof, dass wir hier nicht ganz durchziehen können. Nimm doch die Leiche dann gleich mit, da war nochmal Sachen. Können wir das nicht noch einen Tucken höher bauen, dass wir hier durchziehen können? Da musst du immer springen bei jedem Stamm. Nee, da bauen wir einfach eine Rampe hoch. Oder an der Seite dann eine kleine Rampe hier hinstellen, dass wir das dann einhaken können. Die Leiche ist irgendwie weg. Ne, hier ist die Leiche. Da
Lass mal nochmal eine Etage höher bauen. Weil so müssen wir, ne, so können wir auch nicht schnell flüchten, sag ich mal. Aber ich bring die Leiche mit. Ja, hier liegt ein Kanickel. Jetzt hat sie mir gerade mitgebracht, als ich gerade runter wollte. Ja, warte mal, dann nehme ich das mal auseinander. Besser ist das, so. Leiche mitnehmen, nichts verschwenden hier. Keine Sorge, Olli, das Haus wird auch noch größer. Leiche. Ich wollte aber erstmal die Verteidigung eigentlich aufbauen. Ich wollte erstmal sehen, dass das Haus dicht ist, damit wir uns da drin verstecken können. Na gut, dann baue das Haus dicht und ich baue gleich Verteidigung auf. Weiter. Also können wir ins Haus, Tür zu und weg. So, ein Holz noch, dann ist das Haus fertig. Ich habe schon wieder vergammeltes Fleisch. Aber wenn der Trick weiterhin funktioniert, dass man die immer wieder aufkochen kann sozusagen, ist das schon ganz geil. Ich hätte gern ein Spitzdach, Olli. Entscheide dich, Palisade oder Spitzdach? Erstmal Palisade. Erstmal Palisade. Weil, wenn du guckst, bei der Größe, das Spitzdach, 150 Stämme locker. Ja. Also 100 Minimum, gefühlt. Ja. Das ist geil, es ist super, dass du das wieder auf... Ich denke mal, das ist aber nicht so gewollt, dass du Vergammeltes wieder aufkochen kannst. Vielleicht haben sie es reingemacht, vorübergehend fürs Balancing. Weil es einfach vielleicht noch nicht richtig so... Ja. Ja, in 2 Tagen kommt ja wieder das nächste Update, also... Das ist schon cool. Ja. Ja, zack. 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 Problem ist nämlich, wenn hier das gefriert im Winter, können die komplett um den ganzen See hier ran. Um das Meer. Ja, das ist aber nur im Winter, das ist ja noch ein paar Tage. Naja, aber ich will nichts riskieren. Aber im Winter bist du eh weniger in der Base, weil du musst ja dann Fleisch holen. Sonst bist du permanent am Hunger. Fische und so ist denn nichts, weil kein Wasser. Und du hast dann auch kein Wasser, weil Wasser gefroren. Wasser abkochen gibt es nicht. Stimmt, da hast du ja recht. Da hast du ja vollkommen recht. Wir haben ja schon Herbst. Ja, dann mach mal schnell. Mach mal eben schnell. Es gibt nichts. Es gibt keine Möglichkeit da. Du musst einfach schauen, wie du es hinkriegst. Willst du dann nochmal das andere dann vernünftig nochmal versuchen zu spannen? Also das Seil nochmal höher zu setzen? Ja, dann brauchst du aber mindestens einen halben Ball. Aber ich weiß nicht, wie du das mit der Rampe meinst, da habe ich keinen Plan von. Ja, einfach daneben, neben dieses Seil mit ein bisschen Abstand, hier einfach so ein Gestell hinstellen, auf eine Schräge dran basteln, dass wir da hochlaufen können und von da aus dann das einhaken können. Das baust du. Du hast das Bild im Kopf, ich krieg das nicht auf den Schirm. Gut, ist ja kein Problem. Ist doch gar kein Thema.